Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within 2 mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir einen richtig krass Horror wieder erlebt. In diesem einem Haus, in dem wir waren, ach du Scheiße, Mann, diese singende Frau. Alter, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich noch Gänsehaut. Wir haben auf jeden Fall mehr geklärt und werden vielleicht in dieser oder in der nächsten Folge die komplette Stadt geklärt haben. Uns fehlt nämlich nur noch, also wir wollen uns jetzt erstmal hier wieder zurück durch den Spiegel. Das wollen wir machen, ne? Uns mal ein bisschen ausrüsten wieder, ein bisschen leveln, weil wir haben sehr viel gemacht in der Zeit und brauchen auf jeden Fall wieder Sachen. Wir müssen unsere Munition mal wieder umwandeln. Oder was heißt Munition? Unsere Sachen. Außerdem soll hier in meinem Büro ja auch Stuff sein. Oh, wir müssen uns die Dias angucken. Wir haben so viel zu tun, wahrscheinlich kommen wir gar nicht dazu, die Stadt weiter zu klären. Denn wir müssen von der Stadt eigentlich nur zu den Zimmer, also diese Zombies da klären, die uns davon aufhalten, zu der Erinnerung von Lily zu gehen. Da müssen wir diese eine Frau da wegsnipen, was wir letztes Mal nicht geschafft haben. Und wir müssen die Fabrikhalle auf jeden Fall, vorher müssen wir noch die Fabrikhalle abchecken. Okay, Waffenverbesserung. Habe ich was? Handfeuerwaffe. Ist das dieselbe? Ja, das ist dieselbe Waffe. Eine halbautomatische Handfeuerwaffe. Handfeuerwaffe mit Feuerschuss. Handfeuerwaffe mit Laseroptik. Ah, okay, ich verstehe. Das gilt für alle Handfeuerwaffen. Okay, geil eigentlich, ne? Schrotflinte, können wir da noch irgendwas dran machen? Hätte ich eigentlich auch schon sehr gerne mehr Schaden. Das geht nur bis 130. Das ist irgendwie nicht so mega viel, oder? Oder wir ballern das hier halt noch höher, aber dafür habe ich nicht genug Waffenteile. Könnte ich hier Genauigkeit vielleicht mal leveln? Schauen wir nicht. Reichweite. Oh, Explosivbolzen könnte... Oh! Alter, es geht nachher direkt... Okay, geil, das lohnt sich. 80. Und das kostet nur 160, ja geil. Auf jeden Fall, Alter. Also die Explosionsding-Armbrust, das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten machen wir vielleicht noch ein bisschen Herstellung. Okay, was brauchen wir wirklich? Spritzen haben wir genug. Explosivbolzen, Schockbolzen haben wir noch zwei. Wir brauchen Pistolenmunition. Wir brauchen, Snipe-Munition. Oh, fuck. Vier, wenn ich... Oh Gott, die drei Schüsse, die haben so weh getan. Warum habe ich die drei Schüsse verkackt? Okay, ich gebe mir zwei Schüsse, okay? Zwei Schüsse. Und ansonsten... Ein Schrotflintenschuss. Drei Pistolen. Alter, wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Harpunensachen können wir uns noch machen. Und zwar einfach alle. Scheiße, wir haben echt wenig. Ich habe letzte Zeit, glaube ich, sehr viel geballert. Wir haben, ich meine, wir sind ja immer knapp mit unserer Munition dabei, ne? Das liegt einfach daran, dass wir halt auf der schwersten Schwierigkeitsstufe spielen. Und jetzt in letzter Zeit haben wir auch ein bisschen geballert, obwohl ich immer noch sehr viel im Nahkampf versuche zu regeln. Okay, wir haben wieder 15.000 Gelzeug. Haben wir auch Schlüssel gefunden? Nee, haben wir gar nicht, oder? Ich habe, glaube ich, keinen Schlüssel gefunden, ne? Nee. Aber ich kann mir das noch gönnen. Okay, das ist... Dieses ganze The Evil Within 2 ist so nah mit Beacon verknüpft. Ey, das hier ja auch. Das hier ist ja Beacon. Und jetzt haben wir auch in zwei Häusern, waren wir irgendwie wieder zurück zu Beacon. Können wir mal reden mit dir? Okay. Ja, erstmal leveln wir noch. Liebe Krankenschwester. There's nothing wrong with being cautious, but you can't avoid fighting forever. Maybe you should think about adding some combat skills. Oh, die hat mir Tipps gegeben, weil ich so viel auf List gemacht habe. Deshalb hat die gesagt so, ja, verstecken mit Vorsicht ist nichts falsch, aber vielleicht sollte man auch ein bisschen kämpfen. Ha, die gibt mir Tipps, lol, das ist ja witzig. Aber ich scheiß komplett auf die. Ich habe zwei rotes Gel. Oder? Nee, ich habe ein rotes. Nee, doch, rotes Gel habe ich zwei. Dass die mit diesen dran machen, das will ich auf jeden Fall. Oh ja, das können wir sogar. Oh, wie geil. Okay, here we go, Alter. Rot wie Blut. Zack, bumm. Raubtier. Angriff starten. Ach, das ist auch so ein Pfeil wie bei. Okay. Angriff starten, wenn das rote Symbol erscheint. Das ist wie in zur Deckung hingehen. Schleichangriff, wenn das Schleichsymbol erscheint. Wenn ich innerhalb einer bestimmten Entfernung hinter einen ahnungslosen Gegner befindest, erscheint ein rotes Symbol auf ihn. Drücke B, um auf ihn zuzusprinten. Sobald du nah genug bist, erscheint das Schleich...
Angriffssymbol. Drücke A, um einen Schleichangriff von der Gegner durchzuführen, um ihn auszuschalten. Der Angriff schlägt fehl, wenn der Gegner dich während des Sprints bemerkt. Also solltest du möglichst von hinten angreifen. Ja, okay, von hinten ist klar. Geil, Alter. Das ist ja wohl awesome, awesome. Flaschen, okay, das können wir. Ah, ich habe zu wenig Gel. Okay, dann. Fuck it, oder? Heilung vielleicht noch ein bisschen was. Regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände benutzt. Okay, das lohnt sich eigentlich. Für 150 ist ein Schnapper, würde ich sagen. Okay, mehr können wir sowieso nicht. Okay, zurück. Geil. Jetzt können wir richtig nice schleichen. Jetzt sind wir richtig schnell, wenn wir uns an Leute ranspurten. Das wird fucking awesome, Leute. Okay, diese komischen Gegenstände, die ich gefunden habe, ne? Die packt er mir ja irgendwie in mein Büro, meinte er, ne? Hat er mal irgendwo gesagt. Aber wo sind die? An meiner Wand vielleicht hier? Oh, da hinten sind sie. Das sieht aber nicht aus, als wäre da noch Platz für viel mehr. Okay, einer ist tot. Ja, das wissen wir. Was zum Teufel kann ich mit dem Scheiß machen? Woher ist das? Sind das von anderen... Oh mein Gott, jetzt weiß ich's. Das sind andere Spiele von Bethesda. Das rechts ist Wolfenstein, der Kampfroboter. Die Maske ist Dishonored. Und das, der Raketenwerfer ist, glaube ich, Fallout, oder? Soll das Fallout sein? Ach, lol. Deshalb kommen die bekannt vor. Oh, lol, jetzt versteh's. Oh, ich habe auch eine lange Leitung, muss man sagen, ey. Ich dachte schon, diese Maske, was zum Teufel, und dieses Raubtier-Ding. Ah, das ist aus, ja, natürlich, aus den anderen Bethesda-Spielen. Ach, wie cool. Okay, gucken wir uns die zwei Dias an. Mal gucken, was Kidman dazu zu sagen hat mit unserer Katze hier. Okay, das ist unser. Das ist das Beacon Hospital, ja. Hey, Kidman. Die ist immer da. Beacon. My life was skidding off the track before I went into that. Vor diesem Albtraum. Inside Ruvik's head like that. I haven't been the same since. They tried to tell me it was all in my mind, but my mind couldn't have dreamt up the things I saw in there. You don't have to remind me. I was there too. Ja, stimmt, sie war ja auch da. Your pals in Mobius didn't have any problem putting you in danger, did they? Maybe. But if I wasn't with you, we might not have made it out alive. Times when I'm not sure I ever made it out. Ob ich wirklich rausgekommen bin. And I'm still with you. We're going to get out alive, just like the last time. I hope you're right about that. Oh, okay. Eigentlich sind wir ja nicht so wirklich, vertrauen wir ja Kidman nicht so wirklich, aber in den Zeiten der Not wie diese muss man halt sich an alles klammern, was man hat. Tragic Fire killed child Nanny. Das ist unser Tod. Also die Tod von Lily. You still up, Kidman? No rest for the wicked. What's going on? I can't believe Lily is still alive. Lily lebt noch. The fire. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, aber das stimmt das? Tell that to the nightmares I've been having for years. Why did they take her? Es gibt so viele kleine Mädchen auf der Welt, ja. Warum meins? Ist eine gute Frage. Lange bevor ich da war. No. I refuse to believe that. I refuse to believe that. Fire is a memory that you need to purge, Sebastian. It wasn't your fault that it happened. And you didn't lose Lily because of it. Try to remember that. Interessant, die Gespräche. Aber es ist schon seltsam, dass von Sebastian, der Typ, der in diesem STEM-System überlebt hat, dass zufälligerweise, ganz zufälligerweise, meine Tochter entführt wurde und mit ihr das nächste STEM-System aufgemacht wurde. Oh. Hey, danke, Katze. Thanks, Kitty. Mehr XP. Ich meine, das ist jetzt nicht so mega viel, aber das ist eigentlich sehr lustig. Oh, süße Katze. Und Jump. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, es gibt keine weitere Zeit zu verschwenden. Wir haben gecraftet, wir haben gelootet, wir haben gelevelt und Dias geschaut. Das speichern wir jetzt noch. Wir haben schon sehr lange nicht mehr gespeichert, ne? Ja,
fast 3 Stunden nicht mehr. Gut, dass wir mal speichern. Und geht zurück in den Albtraum. So, let's go. Genau, wir wollen als allererstes... Alter, guck mal, der ist schon fast wieder aufgeladen. Hat schon wieder super viele Balken. Oh ja. Gehen wir als erstes hier hin, würde ich sagen. Looks like it's locked by some sort of password. Was? Mit einem Passwort gesichert? Okay. Also, okay, das ist auf jeden Fall... Ich glaube, wenn ich bei der Erinnerung da hinten bei Lilly bin, dann ist das hier nicht einfach vorbei mit dem Gebiet hier. Vielleicht habe ich schon alles erkundet, was eigentlich voll unnötig ist, und ich bin hier einfach noch 1000 Jahre und muss dann von Quest zu Quest laufen, obwohl alles schon abgehakt ist. Das wäre ein bisschen dumm. Tja, dann halt eben nicht, wenn wir da nicht lang gehen können. Das ist schon cool mit dem Laser auf jeden Fall. Ah ja, da hinten sind überall die Viecher. Da hinten ist eine Statue, siehst du das? Okay, die muss ich mir merken, die Statue. Wir gehen aber erstmal zu, ne? Genau, wisst ihr Bescheid. Wir gehen erstmal zu dem, zu der Fabrikhalle. Und schauen, ob das Ding da vielleicht neu gespawnt ist. Oder ob wir da irgendwas machen können. Ich meine, ich bin eigentlich recht überzeugt, dass ich da weiterkommen muss. Ich meine, ich habe das alles aufgemacht und wir wurden da hingelockt. Das kann eigentlich nicht so ganz einfach vorbei sein. Oh, wenn mir die Leute jetzt angreifen, dann kann ich die mit diesen Flaschen abwehren, ne? Das ist recht angenehm. Warum? Dieses Haus ist einfach fucking eingestürzt. Genauso wie das daneben. Recht krass. Okay. Wie auch immer. Oh, das... Nee, das sah aus, als wäre eine Statue, aber das ist nur ein Müllsack. Ich habe das Ding dafür eine Statue gehalten. Das da. Okay, da sind wir wieder. Wet World Trucking. Trucking? Okay. Werden hier Trucks beladen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, offenbar haben wir hier ja schon alles gemacht, ne? Oh, der Sound hat sich aber abrupt geändert, als wir reingegangen sind. Okay, war eine lange Zeit nicht mehr hier. Hat sich irgendwas verändert? Nee, oder? Das Ding ist immer noch offen. Der Kanister ist weg. Das kann eigentlich nicht sein, dass ich hier jetzt nicht reinkomme. Also es kann nicht sein, dass der Kanister die Lösung ist. Es ja aber einfach nicht weitergeht. Ich glaube, ich brauche halt ein Item, was ich nicht habe, um das Ding hier zu öffnen. Keine Axt oder so. Ich habe ja sogar eine Axt. Ich brauche einfach ein scheiß Item dafür, was ich scheinbar nicht habe. Oder ich übersehe etwas unfassbar. Ich kann nicht klettern. Ich glaube, ich krieg noch ein Item, was wodurch ich hier weiterkomme. Okay, dann mache ich mir erstmal keine Sorgen darum. Dann machen wir uns jetzt erstmal Sorgen um die anderen Zombies, okay? Und zwar wollen wir jetzt in Richtung von dem Signal gehen. Wir gehen jetzt endlich in die Richtung von der Resonanz von meiner Tochter. Also wahrscheinlich meine Tochter. So, erfasst. Upsala. Oh, warte, ich das Ding eigentlich voll interessant, oder? Tode haben wir 6. Ey, das geht. Ey, ich bin sehr selten gestorben. 11 Spritzen verwendet, erste Hilfe 3, Kaffeepause 4, Information, Dias, Kopftreffer 21, Gegner besiegt 88. 88 Gegner besiegt, Taschenhalten 23, Schleichangriff ausgeführt 36, Nahkampfangriff ausgeführt 51, Munition hergestellt 66. Hüterarmbrust, verbrachte Zeit im Sprinten. Verbrachte Zeit in geduckter Haltung. 2 Stunden 21. Oh, mehr in geduckter Haltung als gesprintet, Alter. Und zwar mit Abstand. Warte, wo bin ich denn jetzt? Ich dachte, hier wäre der Ausgang. Okay, hier ist der Ausgang. Kann ich mit diesem Ding hier vielleicht irgendwas machen? Nee, ne?
Ja, ich komme noch später hin. Schon klar. Ich werde später dieses Ding da öffnen können. Da bin ich mir sehr sicher. Was steht denn da? Kann man da rein? Habe ich das schon ausprobiert? Ja, nee, da ist so ein Morbius-Ding vor. Wright and Sons, Discount Law Office, Criminal Law, Meditation Document, Come in for free Constellation. Ach, Criminal. Ah, das Haus ist zu verkaufen, weil dann Criminal passiert ist. Hier geht's mega in die Büsche rein. Das habe ich mir aber schon alles mal angeguckt, ne? Ja, ja. Ich habe ja schon genug Zeit im Schleichen verbracht. Wir sprinten jetzt. Und zwar zu den Gegnern da hinten. Und versuchen, die anderen erstmal im... Die anderen... Guck mal, wie nah die nebeneinander war. Hier da hinten war ja auch so ein Vieh, ne? Wo ich die Sniper bekommen habe. Wir versuchen erstmal im Stealth-Modus die anderen auszuschalten. Die da so rumkreuchen. Ja, Licht aus. Und los geht's. An dem bin ich einfach gerade vorbeigeschrintet. Manche von den Viechern stehen auch echt nicht auf. Nur wenn die ewig getriggert werden durch irgendwelche Ereignisse. Okay. Zwei sind da am Gammeln. Der da hinten ist, glaube ich, auch, der ist da am Verzweifeln. Nur der eine steht da. Alter, das sind mega viele. Was ist da hinten? Pitstuff oder was steht da? Hm. Da hinten ist Gras zum Verstecken. Das ist, glaube ich, sehr geil schon mal. Ich kann... Oh mein Gott, ich kann mich ja jetzt... Ich kann meine neue Fähigkeit ausprobieren, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen vor dem großen Vieh. Ich glaube, das kann sehr weit spazieren gehen. Okay, hier im Gras fühle ich mich erstmal sicher. Oh, ich glaube, das ganze Gras wird anfangen zu brennen, oder? Nee, alles cool. Keiner mitbekommen? Okay, super. Das Vieh da hinten davor habe ich natürlich mega Angst. Wie weit ab? Wie weit kann ich sprinten? Kann ich da jetzt... Ah ja, da könnte ich hinsprinten zu ihm. Aber der andere wird mich doch bemerken, oder? Die decken sich alle ein bisschen gegenseitig. Ich glaube, die sollte ich zu Schluss machen. Dieses Vieh, ne? Alter, dieses Vieh mit dem langen Kopf macht mir sehr Angst. Aber das sollte mich da hinten noch nicht sehen, oder? Da hinten ist auch noch so ein Vieh. Da hinten, seht ihr das? Da hinten bei den Kisten, da bei der Kiste ist auch noch so ein Vieh, aber das geht jetzt weg. Was? Was? Hä, habt ihr es gesehen? Ich habe A gedrückt zum Nahkampf. Was? Was zum Teufel geht denn jetzt ab? Ich muss jetzt Held spielen. Ich bin tot. Ich bin so tot. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Alter, wo kommen plötzlich diese 1 Milliarde Viecher her? I'm sorry?
Da ist jemand in Trouble gewesen. Oh Mann. Kann ich die Pfeile wechseln, bitte? Bolzentyp. Kann ich nicht. Warum kann ich nicht nachladen? Ich kann gar nichts machen. Hä? Okay, jetzt geht's. Oh, kaputt machen auf dem Boden. Oh ne, geht's schon. Alter, fuck, Mann. Das war eine Reihe von Ereignissen, die so nicht vorgesehen waren. Ey, ich bin erst zu den Typen gesprintet und da war das Zeichen schon, um den zu killen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Oh, der hat es kaputt gemacht. Aber ich glaube, ich habe sie gerettet, oder? Das war jetzt aber ganz interessant. Die hätte auch schon einfach sterben können. Mann, ey! Der macht mir alles kaputt, ey. Okay, das war ein Headshot. Ist hier noch einer? Okay, ich habe keinen weiteren angelockt. Ey, plötzlich kommt aus dem Auto einer. Okay. Ich habe aber echt reagiert. Ich hoffe, da war jetzt aber kein anderer, der sie noch angegriffen hat. Das wäre mega dumm, wenn jetzt einer sie gekillt hätte oder so. Da war einfach jemand, ey. Was hier alles passieren kann, ne? Wenn ich die jetzt nicht ausgelöst hätte, wäre es dann nicht passiert einfach, oder wie? Ich meine, ich habe hier einfach mega Scheiße gebaut erstmal, ne? Ach komm. Das ist ja wohl ein Scherz, Mann. Okay. Alles klar. Guck mal, bei dem Vieh da hinten, da hat es irgendwie nicht geklappt. Also ich habe B gedrückt, der ist auch schnell rangelaufen. Aber es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Alter, was war das? Plötzlich kamen aus dem Haus ganz viele Monster raus. Alter, ich glaube hier alles durchsucht, ne? Okay, jetzt ist hier einfach eine andere Person. Wie cool ist das eigentlich? Okay, ich kann meinen Waffentyp wechseln. Da habe ich sogar... Hier habe ich unterschiedlich viel Schuss für. Also nehme ich mal die Waffe, wa? Mit der habe ich auch noch gar nicht gespielt, ne? Das ist so eine Dreischusswaffe. Okay. Nice. Komm bitte, leb. Oh, hey. Jawohl, wir haben eine Frau gerettet. Das sieht sogar recht chip aus. Und ich bin Single. Also Sebastian ist Single. Hi. Na? Cool. Also ehrlich cool. Ich glaube, die hat da... Also Sebastian meinte ja auch direkt so, okay, wenn ich mich beile, wird sie sterben. Hey. Thank you. You saved me. I thought I was a goner for sure. It's okay. Calm down. Alter, die erste Person, die wir richtig treffen, die normale ist. Alter, die ist voll am Arsch. Ich bin gerade erst angereist. Sie weiß nicht ihren Namen? Alter, was? Try to remember anything you can. One minute, I was in that office being interviewed by that Asian doctor lady. The next thing I know, I'm in this town I've never been to.
Es sei mein Ehemann. He's my husband telling me to run. I'm not married, mister. None of this is real. It can't be. Was? Sie war bei irgendeinem Arzt. Kann es sein, dass Mobius Leute entführt hat und die gegen ihren Willen in diesen Scheiß hier eingesperrt hat? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Warte, gehen Sie mal kurz einmal zur Seite. Mrs. Darf ich jetzt nicht looten? Muss ich erst mit der Frau sprechen oder was? Krasser Scheiß, aber das ist cool, dass wir mit der reden können. Ich hatte erst ein bisschen Angst, als da 1 Million Zombies lang gelaufen sind. Let me ask you something. Lily, an was erinnern Sie sich? What can you tell me about those things out there? I don't know. All I know is that they'll kill you if they get the chance. Okay. Stay away from them. Any idea where they came from? That guy who said he was my husband started acting all weird. Mein angeblicher Ehemann. Shoulder, it's something I couldn't see. Then all of a sudden he's screaming and starts to change. Seine Haut platzt auf. Bubbling up. It was horrible. Next thing I knew, he was trying to kill me too. So they used to be regular citizens. Ganz normale Menschen, ja. What's causing them to change like this? I don't know anything. I can't help you, mister. Okay, an was erinnert sich? Witzig, dass ich diese Interaktion mit dieser Frau. Ey, es gibt doch bestimmt 1 Million Sachen, die ich in dieser Stadt auch jetzt schon verpasst habe, oder? Wenn solche kleinen Sachen, wie dass ich den Typen jetzt aus Versehen geaggrot habe, dadurch, dass ich jemanden in diesem Bereich geaggrot habe, ist diese ganze Sache mit dieser Frau jetzt erst passiert. So mega crazy, Alter. An was erinnern Sie sich? So you just woke up here a few hours ago? Hours, days, I can't figure time. The last thing I remember was being in that office. Okay, das ist interessant. Was für ein Sprechzimmer? Weil ich Geld brauchte, melde ich freiwillig für die Schlafstudie. They took my blood and gave me a physical, and then that Asian lady asked me weird questions all day, and I don't understand what's happening. Oh Mann, wie mies. Does the name Mobius mean anything to you? I don't think so, but I can't remember much of anything. Oh Mann, ey, wie krass. Eine Schlafstudie und dann nehmen sie die Leute und stecken sie in dieser Scheißwelt hier. Ach du Fuck. Scheiße, ey. I'm looking for my daughter. She's 6 years old. Sex ist sie. Her name is Lily. I haven't seen any kids out there. Nothing but those things. Damn it. 6 years old? Oh, I'm sorry, mister. Poor thing. Being lost out there. I wish I could help you. Me too. But I'm not giving up until I find her. Okay. Und jetzt? Wo geht die hin? Bleibt die hier einfach? I'm gonna try to figure this out. Stay in here and keep the doors locked. It's not safe out there. I'm not going anywhere, that's for sure. Oh, jetzt ist die einfach hier. For saving me. You need anything from the house? Go ahead and help yourself. Krass, jetzt bleibt die hier einfach, wie witzig. Jetzt darf ich erst looten. Okay, das war sehr worth. Ich habe sehr viel Pistolenmunition bekommen. Aber will ich mit dieser Dreischusswaffe schießen? Ich denke nicht. Weil 3 Schüsse und dann damit verschwende ich doch mega viel Muni, oder nicht? Ich würde sagen, wir wechseln auf jeden Fall den Waffentyp. Aber ich denke auf die Waffe, oder? Die mit den Lasers ist eigentlich ganz cool. Sie selber Waffe halt nur mit einem Laser. Oh, dafür habe ich aber nur ein bisschen weniger Schüsse. Okay, wenn ich irgendwas im Haus finde, soll ich mich einfach bedienen. Ja, mehr ist hier ja nicht, ne? Cool, jetzt habe ich hier einen NPC freigeschaltet. Ey, wie gesagt, es muss doch unendlich viele Sachen geben, die ich jetzt schon verpasst habe. Also wirklich, ey. Man cleart alles, aber überall ist da noch was. Wahnsinn, das Haus ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Oh, okay. Ich möchte eigentlich mehr für sie tun. Okay, aber warum hat das... Also eigentlich Glück im Unglück, dass das nicht funktioniert hat, aber... Warum hat das nicht funktioniert? Oh, hey. Überall diese Viecher, ey. Vielleicht, weil ich es gespammt habe? Ich meine B und sobald das Symbol erscheint, drücke ich A. Relativ easy, oder nicht? Ich warte eben kurz, bis der weg ist, der da hinten bei der Box. Und dann probiere ich das nochmal. Ich meine, das ist eine Fähigkeit, die muss ich einsetzen. Och, du Scheiße. Okay. Das war recht krass. Pitstop. Da hinten ist das Pitstop-Ding.
Ding. Gib mir das. Okay. Soll ich jetzt versuchen, sie abzuknallen? Ich meine, ich könnte. Ich habe 2 Snipe-Schüsse. Ich meine, letztes Mal hat es ja überhaupt nicht geklappt, wenn ihr euch noch daran erinnert. Das ist jetzt zum Ende der Folge. Okay, ich will sie auf jeden Fall eigentlich noch töten am Ende der Folge. So als Highlight. Ein bisschen, wenn ihr versteht, wie ich meine. Oh Gott, ey. Das ist so unpräzise, das Ding. Wenn ich irgendwie den Atem anhalten könnte oder sowas, ne? Versuchen, den perfekten Winkel für mich zu kriegen. Okay, ob ich schleiche oder nicht, das macht nicht viel aus. Dieser Kopf da, wo diese ekelhaften bisschen Haare dran sind, den muss ich treffen. Dann ist alles cool. Ich habe 2 Schuss. Ich traue mich auch echt nicht, abzudrücken. Da hätte ich abdrücken können. Ich gehe näher ran. Fuck it. Hier schön aus der Hecke, so ein richtiger Heckenschütze. Sieht mich nicht. Guck, aber das bewegt ihren Kopf ja auch wie verrückt, ey. Ich hab sie erwischt. Oh. Oh Gott, ey. Okay. Die Folge ist eigentlich schon vorbei. Ich überziehe gerade. Relativ krass. Ey, ich könnte kotzen, Mann. Oh Mann, ey, der dreht sich dann genau um, ey. Okay, aber relativ solide, würde ich sagen. Ich knall mir noch eine Spritze, aber ich gehe jetzt auch ins Safe House. Ich habe sie gekillt, das war alles, was ich wollte. Ich hoffe, die XP liegt dann noch, wenn ich das nächste Mal wiederkomme. Oder? Soll ich die jetzt noch schnell mitnehmen? Ja, ich muss die Folge beenden. Ich, ich sprint jetzt noch kurz einmal ins Safe House. Und bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Da ist wer. Da ist jemand drunter. Kann ich ja. Ah, oh Mann, ey. Komm, bitte lock jetzt nicht einfach alle an, okay? Diese Viecher sind überall. Okay, jetzt gucke ich noch unter das Auto. Ey, die Folge geht viel zu lange. Es tut mir leid, es tut mir leid. Die Folge geht 1000 Jahre. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Super Folge. Wir haben das Vieh eigentlich gekillt. Was haben wir noch gemacht? Stimmt, wir haben diese Frau gerettet. Ich gehe jetzt speichern. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Aufnahmesession, weil das ist jetzt meine Aufnahmesession gewesen auf jeden Fall. Ich habe mein Ziel erreicht, habe sie getötet. Hab euch lieb, ciao.